Da seid ihr ja. Also, was hast du herausgefunden? Nun, ich habe mir den Apparat genauer angesehen und kann bestätigen, dass er das Portal erfolgreich versiegelt. Ob man es mit ihm jedoch auch vergrößern kann, bleibt unklar. Wie Vritra bereits sagte, dazu müssen wir die Technik der Alchemisten von einst nachvollziehen. Doch der Zahn der Zeit hat uns dieses Wissen längst geraubt. Du hättest uns kaum herbestellt, um uns zu sagen, was wir ohnehin schon wissen. Also, wie kommen wir in eine andere Welt? Nur Geduld, dazu komme ich nun. Um von einer Welt zur anderen zu reisen, muss der interdimensionale Raum überquert werden. Das geschah beispielsweise, als du in den ersten Splitter gerufen wurdest. Der Kristallexarch bediente sich dazu des Kristallturms. Und der sprichwörtliche Schlüssel dafür war ein Objekt, das du berühren musstest. Es stieß ein Loch in die Barriere zwischen den Welten und du fielst in den Raum dazwischen, wenn man so will. Weder kann er einer bestimmten Welt zugeordnet werden, noch herrschen dort die uns bekannten Naturgesetze. Der Zauber des Exarchen zog dich schließlich aus diesem Riss wieder heraus. Zwischen den Dimensionen sind Raum und Zeit auf andere Weise miteinander verwoben, als wir es kennen. Und doch wurde dir ein direkter Weg gebahnt. Vom Ursprung in den ersten Splitter. Man kann es nur als Wunder beschreiben. Aber wie kommen die Nichtsgesandten dann in den Ursprung? Ah, eine ausgezeichnete Frage, lieber Estinien. Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten offen, aber die häufigste ist wohl die Beschwörung mittels der Nichtsanrufung. Lasst es mich an einem Beispiel erläutern. Gargoyles dürften dafür genau das Richtige sein. Zunächst bedarf es selbstverständlich eines Beschwörers, der ein Nichtswesen rufen will. Durch einen simplen Zauber öffnet er ein Nichtsportal. Exemplare niederen Ranges, wie etwa Imps, können dank eines solchen Portals heil in den Ursprung gelangen. Doch für mächtigere Nichtsgesandte reicht das nicht aus. Sie benötigen eine größere Pforte, die nicht durch die Kraft eines einzelnen Beschwörers zu öffnen ist. Deshalb wird bei einer Nichtsanrufung auch nur eine Seele in unsere Welt geholt. Ganz so, wie es uns damals im ersten Splitter ergangen ist. Das bedeutet auch, dass der wahre Körper des gerufenen Nichtswesens im 13. Splitter verbleibt.
Stattdessen erhalten die gerufenen Seelen hier auf dem Ursprung einen neuen, vorübergehenden Körper. Dabei muss ein passendes Gefäß für den Seelentransfer bereitstehen. Für Gargoyles haben sich Steinstatuen als geeignet erwiesen. Verstehe. Bei einer solchen Anrufung spielt der Beschwörer also die Rolle des Wegweisenden. Ganz genau. Grundlegend sind zwei Faktoren für einen Sprung durch den interdimensionalen Riss ausschlaggebend. Eine Art Führung auf der Seite des Beschwörers und das Wohl des zurückgelassenen Körpers. So verhielt es sich also auch mit den Nichtswesen, denen wir uns vor so vielen Jahren entgegenstellten. Die allagischen Beschwörer lenkten sie in unsere Welt. Nur wenn sich eine planare Spalte auf natürliche Weise formt, gibt es eine solche Weisung nicht. Doch auch ohne sie finden die Wesen des Nichts ihren Weg hierher. Was mich die Frage stellen lässt, weshalb ist es gerade der 13. Splitter, zu dem sich solche Verbindungen von selbst formen? Genau dieses Mysterium ist der Schlüssel zur Reise zwischen den Welten. Faszinierend. Und wie gedenkst du, dieses Geheimnis zu lüften? Nein. Doch. Auf zu neuen Abenteuern, nicht wahr? Aber ich sagte doch bereits, dass ich die Suche aufgab. Die Kunst, das Portal zu vergrößern, ist längst vergessen. Und selbst wenn es euch gelänge, hindurchzuschreiten, so lauern auf der anderen Seite doch nur Horden hungriger Nichtswesen. Völlig korrekt. Und ohne Hilfe kann ich daran auch nichts ändern. Zum Glück bin ich jedoch nicht alleine. Im Gegenteil. An meiner Seite weilt eine gewisse Abenteurerin, die die Wolke der Dunkelheit bezwungen hat. Direkt im 13. Splitter. Das freut mich zu hören. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Und dafür danke ich dir. Ich persönlich würde auf der Stelle durch das Portal in den 13. Splitter schreiten wollen, aber nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis Razzatans. Und öffnen kann es ja nur der Magistrat. Ihr bringt mich in eine missliche Lage. Keinen Wunsch will ich euch hier abschlagen müssen, doch. Selbstverständlich. Wir geloben, keine einzige Kreatur des Nichts auf die andere Seite gelangen zu lassen. Ohnehin müssen wir diese Pforte erst vergrößern. Und wie sollen wir das anstellen? Genau das würde ich euch gerne fragen, Vritra. Haben die Alchemisten damals nicht erläutert, wie genau sie das Nichtsportal zu manipulieren gedachten? Nun, zu der Zeit forschte die Demi-Familie daran. Die Familie, nach der Demirs Werk benannt ist? Ganz recht. Die Feinheiten ihrer Methoden sind mir nicht bewusst. Doch ich erinnere mich daran, dass sie einen Nichtsgesandten aus der Spalte untersuchten. Sie schufen eine Art Marionette mit den Fähigkeiten einer solchen Kreatur und mit ihr gelang es ihnen, das Portal zu vergrößern. Ein künstliches Nichtswesen also.
Das Haus Demir hatte stets viel Bewunderung für die Weisen Scharlajans übrig. Seit jeher hegten sie den Wunsch, ihre Forschung von ihnen anerkennen zu lassen. Doch als sie ihre Studien zu künstlich erschaffenen Nichtskreaturen einreichten, begegnete man ihnen mit Empörung und verbot ihre Schriften. Verboten, aber sicher nicht vernichtet. Scharlajan bewahrt auch solche Schriften auf. Das war lange Zeit vor der Gubal-Bibliothek, also... Davon gehe ich aus. Ja. Kehren wir also nach Alt-Scharlajan zurück. Auf staubige Bücher kann ich verzichten. Ich gehe mir lieber unseren jungen Schmierenkomödianten schnappen, um ihm von Vritras neuer Stiftung zu erzählen. Wollen wir? Sie wollen also tatsächlich ins Nichts reisen? Welche Prüfung wird mir hier nur auferlegt?
Zwischen all den Werken wartet irgendwo die Forschung der Demir auf uns. Wir müssen sie nur finden. Der Äther der Schrift ist unverkennbar. Dieser Foliant entstammt der Feder eines Demir. Die Aura gleicht der Werkstätte der Alchemisten. Welche Geheimnisse diese Seiten wohl hüten? Einige Kreaturen des Nichts sind überdies imstande, Verstärkung aus ihrer Heimatwelt zu rufen. Der fähigste Beschwörer unter ihnen ist dabei zweifelsohne der Atomos. Ein endloser Strom aus Nichtswesen quoll aus seinem riesigen Schlund hervor, dem selbst das Himmelsheer nur schwerlich standhalten konnte. Daraus lässt sich schließen, dass der Atomos selbst als ein simples Nichtsportal fungiert. Es gelang uns, ein kleines Exemplar in Gewahrsam zu nehmen und zu studieren. Unsere Studien ergaben, dass der Atomos dazu in der Lage ist, einen planaren Riss in sich aufzunehmen und eigenständig zu einem Portal zu vergrößern. Während dieses Prozesses entschlüsselten wir seine Ätherwellen und entwickelten daraufhin ein Prisma, das in kristallgebannten Äther in eine beinahe identische Frequenz wandelt. Letztlich erschufen wir eine magische Marionette, in die ein solches Prisma eingebettet ist. Sie kann mit einem künstlichen Atomos gleichgesetzt werden. Sieh an, die Atomos und ihre Fähigkeit, Nichtswesen zu rufen, ist seit Jahrhunderten dokumentiert. Kurz vor der 7. Katastrophe tauchten sie überall in Eorzea auf. Wenn sie dir nicht selbst begegnet sind, hast du zweifelsohne schon Geschichten über sie gehört. Ein solches Monstrum künstlich zu erschaffen. Es wundert mich nicht, dass Shalayan dieses Buch umgehend verbieten ließ. Aber immerhin haben wir gefunden, wonach wir suchten. Oh, am liebsten würde ich ewig bleiben und mich durch all die weggeschlossenen Schätze der Literatur lesen. Aber wir sollten das Vertrauen des Rates nicht unnötig auf die Probe stellen. Ich denke, für heute sind wir hier fertig.
wusste ja, dass die Ruinen auf dem Meeresgrund spektakulär sein würden. Aber ein uraltes alchemistisches Siegel? Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ihr hättet uns ruhig früher davon erzählen können, Magistrat. Nun, das hätte ich wohl. Verzeiht, es ist ein gefährliches Geheimnis, also hütete ich es mit besonderer Strenge. Was genau soll das werden? Es gibt da etwas, das ich prüfen möchte. Laut Noahs Erben kann man sich durchaus eine Weile im 13. Splitter aufhalten, ohne selbst zu einer Kreatur des Nichts zu werden. Erleidet man allerdings eine Verletzung, durch die der Körper eigene Äther aus dem Gleichgewicht kommt oder verbleibt man dort zu lange, steigt die Gefahr einer Verwandlung. Grahatia meinte, dass ein Seelenwächter davor schützen sollte. Aber diese Theorie muss belegt werden, ehe wir uns in die Welt des Nichts wagen. Ein Experiment also. In der Tat. Und wie werden wir den Seelenwächter wohl diesmal auf Herz und Nieren prüfen? Ganz recht. Du denkst schnell. So wie Vritra einst eine Marionette schickte, werden wir uns eines Familiars bedienen. Wir wissen, dass ein niederrangiger Nichtsgesandter wie ein Imp durch eine Spalte wie diese passt. Familiare sind nicht viel größer oder komplexer. Sie sollten ebenfalls passieren können. Ach, ich hatte wirklich gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Aber drastische Vorhaben erfordern drastische Maßnahmen. Bei den Göttern. Welches Monstrum zaubert sie denn jetzt herbei? Es fließen die Fluten. Es wogen die Wasser, es flüstern die Flüsse, es murmeln die Meere. Es blubbern die Blasen! Bei allen Göttern. Die Stola, das war absolut entzückend. Ich bin aufgeblasen. Lass uns spielen. Nun, die Familiare müssen einem Imp entsprechen, um durch das Portal reisen zu können. Klein, mit einer schwachen Äthersignatur. Diese Nixchen hier erfüllen die Voraussetzungen vollkommen. Deswegen griff ich auf einen Zauber aus meinen Kindertagen zurück. Glaubt mir, ich hätte auch lieber eine andere Formel benutzt. Schicken wir die beiden also in den 13. Splitter. Eines der Nixchen wird einen Seelenwächter bei sich tragen. So haben wir einen direkten Vergleich zwischen geschütztem und ungeschütztem Familiar, um die Wirkung des Amuletts zu testen. Dürfte ich um das Portal bitten, verehrter Vritra? Nun gut.
Solange es offen steht, könnten Nichtsgesandte in unsere Welt eindringen. Estinien, bitte bleib bei Nidana und beschütze sie. Hm? Oh, ja, sicher. Und du, halte dich bitte auch bereit. Vielleicht sollten wir doch lieber dich durch das Portal schicken. Gerade hätte ich große Lust dazu. Fangen wir an. Geht, meine Nixchen. Es ist Zeit. Nixchen, kehrt zu mir zurück. Du warst ein sehr tapferes Tröpfchen. Willkommen zu Hause. Ach je, das arme Ding. Es ist mehr Nichtswesen als familiar. Die Wesen des Nichts. Ich werde das Siegel wieder in Kraft setzen. Auf Geheiß Al-Sadals des Dritten. Schwarzer Schlund. Schließe dich. Nun ist mir zumindest klar, wieso ihr dieses Geheimnis so streng gehütet habt. Die Frage kommt mir fast überflüssig vor, aber wie lief das Experiment? Der Äther des Nixchens ohne den Seelenwächter wurde schon stark beschädigt, wie Nidana bereits sagte. Es wird zum Nichtswesen. Unser geschütztes Exemplar ist allerdings stabil. Danke, meine Lieben. Und nun ruht euch ordentlich aus.
Also hatte Grahatir mit seiner Vermutung recht? So scheint es. Allerdings weist der Seelenwächter Verschleißspuren auf. Ursprünglich wurde dieses Amulett zum Schutz vor der Besessenheit erdacht. Doch die Art der Ätherwellen, die von Anima ausgingen, ist nur eine von vielen. Um die korrumpierende Kraft des 13. Splitters zuverlässig abzuwehren, werden wir einige komplexe Anpassungen vornehmen müssen. Verstehe. Aber kannst du mir mehr über die Nichtswelt erzählen? Mir fehlt jegliche Vorstellung davon, muss ich zugeben. Aber sicher, lass mich erläutern. Eine Flut der Dunkelheit wusch über die 13. Splitterwelt und hinterließ eine immense Leere. Das Nichts, wie wir es nennen. Emet Selch zufolge ist diese Zerstörung das Ergebnis einer missglückten Vereinigung der Welten seitens der Ashians. Und selbst sie gaben den Splitter danach auf. Das deckt sich auch mit der Aussage Unukalhais, einer unsterblichen Seele aus eben dieser Welt. Er stand uns einst gegen die Kriegstriade zur Seite. Im 13. Splitter hatte man eine Methode entwickelt, mit der die Kraft von Primae in Aurazit gebündelt werden konnte. Die Helden dieser Welt verfielen dieser Macht und verwandelten sich in Kreaturen des Nichts, die von einer endlosen Gier nach Äther getrieben werden. Nur das Licht hätte diese Flut der Dunkelheit aufhalten können, doch zu dem Zeitpunkt war es bereits zu schwach dafür. Aber sag, du bist doch mit Noahs Erben im 13. Splitter gewesen. Was waren deine Eindrücke? Eine von Dunkelheit umfangene Welt, in der keine Sonne scheint und alle Kreaturen von der Gier nach Äther getrieben sind. Ein wahrhaftiges Nichts also. In der Tat. Deswegen bitte ich euch so eindringlich, von diesem Vorhaben abzulassen. Aber es geht um so viel mehr. Die Reise in den 13. Splitter ist nur der erste Schritt. Sie öffnet Tür und Tor zu allen anderen Welten und damit zu den größten Geheimnissen unseres Universums. Bevor wir aber überhaupt an diesen ersten Schritt denken können, muss der Seelenwächter angepasst werden. Dann mache ich mich meinerseits sofort an die Synthese eines künstlichen Atomos. Allerdings gibt es in Demis Werk keinerlei Schriften dazu. Dürfte ich wohl Zugang zu den Archiven im Megaduta-Tempel erhalten, Magistrat? Ehrenwerter Magistrat? Ja, selbstverständlich. Ich werde es sofort nach meiner Rückkehr einrichten lassen. Dann will ich umgehend aufbrechen. We'll be right back.
Oh, da seid ihr ja schon. Macht ihr gute Fortschritte mit dem Seelenwächter? Ich denke schon. Ein zeitaufwendiges Unterfangen, aber die Theorie steht. Und das ist bekanntermaßen das Wichtigste. Auch ich habe viel aus den Archiven im Megaduta-Tempel lernen können. Allen voran fand ich eine Bestellung alchemistischer Ingredienzen aus exakt der Zeit, zu der die Schatzkammer errichtet wurde. Sie scheint mir der Schlüssel zu unserem künstlichen Atomos zu sein. Sofort bat ich den Tigel von Alchemia um die Beschaffung eben jener Zutaten. Doch mein Anliegen weckte dort derartiges Interesse, dass ich gleich handfeste Unterstützung bekommen habe. Bei einem Unterfangen rund um ein Nichtsportal hätte ich mit mehr Skepsis gerechnet. Da kannte ich Razzatans brillante Alchemisten wohl schlecht. Der Glanz in ihren Augen gleich dem ihrer Vorgänger. Auch sie motivierte die Wissenschaft, die Aussicht, ein Rätsel zu entschlüsseln. Und auch ihr habt euren Herzenswunsch einst über die drohende Gefahr gestellt, nicht wahr? Als Midgard-Zorm in seinen tiefen Schlaf fiel, war ich meinem Ei noch nicht entstiegen. Ashtaya hielt mich sicher und warm, bis ich die Schale durchbrach. Auch danach wich ich ihr nicht von der Seite. Gleich eines Kükens, das stets der Henne folgt. Für mich ist sie so viel mehr als eine Schwester. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denken muss. Seit ihrem Verschwinden lodert in meinem Herzen ein brennend heißer Wunsch. Ich will mit ihr wieder durch die Lüfte gleiten. Seite an Seite. Und doch darf ich nicht. Ihr sprecht, als stünde das Himmelsheer nicht auch wachend über Razzatan. Nadine? Der Ehrenwerte Estinien unterrichtete mich bereits. Magistrat, seit Jahrhunderten stellt ihr euer Dasein in den Schutz unserer Stadt. Selbst euer wahres Antlitz habt ihr verschleiert, um uns nicht zu schrecken. Wir sahen euer Opfer, als ihr euch als der wahre Magistrat zu erkennen gabt. Ihr habt unsere Herzen berührt, Ehrenwerte Vritra. Ist es nun wahrlich so verwunderlich, dass wir Anteil an eurem Leid nehmen? Wir sind zäh, Magistrat. Selbst dem Ende hielten wir stand. Das Himmelsheer wird über Tafnir wachen, wie der Götter wahre Blick. Nabdin, ihr beschämt mich, aber... Ach, jetzt ist es aber genug. Dieses kleine Gesicht. Ich kann nicht anders. Verzeiht. Vashan, ich habe es dir doch schon gesagt. Du bist unser kleiner Bruder. Wir sind eine Familie. Und deine Schwester? Die gehört selbstverständlich auch dazu. Also lass uns helfen, ja? Du vermisst sie schon so lange. Ich kann es nicht zulassen, dass du sie nun aufgibst. Mit vereinten Kräften werden wir uns einen Weg zu eurer Schwester bahnen. Das versprechen wir. Ich wollte mich für das Waisenhaus bedanken. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, wie ich die nächste Mahlzeit auf den Tisch bekomme. Deswegen, naja, ich weiß, wie es ist. Die ganze Zeit hatte ich Angst, dass mir jemand meine Schwester wegnehmen würde.
Ja, ich erkenne die Worte wieder. Und heute muss ich gestehen, dass sie einem Geist entsprang, der seinen eigenen Stillstand verleugnete. Du sprichst die Wahrheit. Ich muss voranschreiten. Führer Satan und Ashtaya. So wird Vashan eine Weile nicht zugegen sein. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt. Doch wird der Drache Vritra weiterhin im Megaduta-Tempel verbleiben und sich seinen Pflichten als Magistrat stellen. Zumindest das kann ich versprechen. Während Vashan auf Reisen ist, wird mein Blick jedoch nicht weit schweifen können. Bis Ashtaya zurückgekehrt ist, will ich mich also auf eure Stärke stützen. Aber gib ordentlich auf dich Acht, ja? Wir hängen sehr an unserem kleinen Bruder. Ja, dies ist mir heute deutlicher geworden denn je. Thank you.
bin also zurückgekehrt. In die Welt, die ihre Helden verlor.
Seid ihr bereit, euch dem Erbauer zu stellen? Zeigt mir, wozu ihr fähig seid.
Sie mich als den Erbauer preisen? Zu mir, Felsenhammer!
Kämpft mit ihnen, auf dass ich eure Kraft erkenne. Ein steinernes Abbild soll Zeuge dieses Kampfes sein.
Beweist euch gegenüber dem Zerstörer! Im Angesicht meiner göttlichen Gewalt! Ist meine schärfste Waffe!
seid willkommen in meiner Domäne. Göttin erwartet euch mit dringender Sehnsucht.
ich ihn schwinge. Gott des Lebens. Ich bin Tag. Gott des Todes.
ihres Könnens. Thank you.
ist erst der Anfang. Treasure is not. It's to your desert sand.
ihre göttliche Macht. Doch der Gott des Handels ist noch nicht mit euch fertig. Stellen wir nun eure Seelen auf die bestanden.
Thank you.
Thank you.